Marc Frey, auf der Website von iWrite wird ein neues Programm angekündigt, das in der Lage sein soll, Romane, Erzählungen, Kurzgeschichten, eigentlich alle Art von Prosa selbstständig zu schreiben. Kannst du uns ein bisschen mehr darüber erzählen? Ja, das ist richtig. iWrite ist tatsächlich in der Lage, einen vollständigen Roman zu erstellen. Wir testen das Programm im Moment und zwar mit einem ersten Buch, das voraussichtlich im September erscheint. Wie funktioniert denn iWrite? Das kann man sich vorstellen als eine gigantische Suchmaschine, die das Internet nach Geschichten, Figuren, Dialogen, also solchen Dingen durchsucht und daraus einen Roman zusammenbaut. Das heißt, das Programm ist eigentlich nur eine riesige Zitatensammlung. Ja, natürlich nicht, ja. Also ich meine, sogar Bertolt Brecht hat sich ja zum Clown bekannt. Der Unterschied ist, dass die Zitate, die iWrite verwendet, aus einem viel größeren Pool stammen, als es das Gehirn eines menschlichen Schriftstellers überhaupt ermöglicht. Aber ein Schriftsteller montiert doch seine Erinnerungen, Erfahrungen, Emotionen, Träume und Obsessionen neu zusammen. Bist du da sicher? Du nicht? Natürlich nicht. Also nimm doch mal all das, was jeden Tag in Self-Publishing-Verlagen erscheint, oder die Bücher, die große Verlage auf die Krabbeltische in den Buchhandlungen werfen. Ganz ehrlich, das meiste davon würde doch die Prüfung auf Originalität überhaupt gar nicht bestehen. Im Gegensatz zu dem, was als Roman von iWrite verfasst wird. Du sagst verfasst. Ja, richtig, verfasst. iWrite schreibt nicht. Also schreiben ist ja so eine romantische Verklärung, ja. iWrite verfasst und das in einem vollumfänglichen Sinn. Was bedeutet das? Also iWrite ist in der Lage, so kann man sich das vorstellen, die Vorlieben der Leser zu analysieren. Ja? So, wie funktioniert das? Also du liest beispielsweise auf deinem Kindle Reader ein Buch, ein E-Book, ja, dann ist Amazon in der Lage, genau festzustellen, wo hast du angefangen? Wo hast du aufgehört? Welche Seiten hast du möglicherweise übersprungen? Wie schnell liest du? Oder auch welche Teile markierst du dir beispielsweise und merkst sie dir? So, und aus diesen Informationen baut Amazon dann entsprechend neue Angebote zusammen. So, und genau auf diese Informationen kann iWrite zurückgreifen und verfasst damit ein Buch, das genau den Interessen und Vorlieben der Leser entspricht. Und woher nimmt iWrite diese Informationen? Natürlich sind ja da, von überall im Netz. Überall dort, wo komplette Bücher zu finden sind. Sei das jetzt auf Amazon, sei das jetzt Projekt Gutenberg, iTunes, diese ganzen Portale für E-Books, ja, selbst aus der Dropbox heraus. Ja. Oder wenn ein Autor sein Manuskript an einen Verlag schickt über das Internet, ja, selbst auf diese Information kann man ja zugreifen. Ist das denn legal? Wieso sollte das nicht legal sein? Wir klauen ja nichts. An wen wendet sich denn iWrite? Ja, also zunächst mal an jeden, der schreiben möchte. Ja, das kann jemand sein, der einfach erst nur eine vage Idee, vielleicht ein paar Personen oder Handlungen oder eine Szene im Kopf hat. Der wird eben von einem Programm wie iWrite profitieren. Und in zweiter Linie hilft es natürlich, die Probleme der Verlage zu lösen. Inwiefern? Ja, wie ich ja vorhin schon sagte, du brauchst eigentlich keine Autoren mehr dafür. Ja? Das heißt, du kannst dich im Prinzip, sagen wir mal, auf dein Geschäft konzentrieren. Du brauchst keine langwierigen 10 Vertragsverhandlungen führen mit Autoren, die ihre Manuskripte nicht rechtzeitig abliefern oder die Bücher schreiben, die keiner lesen will oder Bücher, die einfach nur schlecht sind. Ja? Und das ganze Geld bleibt beim Verlag. Das bedeutet aber dann doch auch das Ende von Literaturagenten. Warum das? Natürlich nicht. Also es wird ja weiterhin Autoren geben, die Bücher schreiben. Ja? iWrite ist eine Ergänzung zu dem traditionellen Literaturbetrieb und in dem Sinne natürlich schon auch eine Revolution, weil es die Demokratisierung dieses Literaturbetriebs einfach vorantreibt. Oder die Zerstörung. Ja gut, also wenn wir jetzt hier von Zerstörung im Schumpeterschen Sinne der kreativen Zerstörung sprechen, dann mag ich daran nichts Schlechtes erkennen. Und ganz ehrlich, als Apple beispielsweise vor einigen Jahren das Programm GarageBand auf den Markt gebracht hat, hat kein Mensch von Zerstörung gesprochen. Ja? Hingegen war es für viele Menschen, die Musik lieben, ein Riesensegen, weil ja, ich musste kein teures Studio mieten, ich musste kein Instrument spielen können, ich musste noch nicht mal Noten lesen können. Aber ich konnte mich auf das konzentrieren, was ich machen will, nämlich Musik. Ist doch gut. Eine letzte Frage.
Wer steht denn hinter iWrite? Also iWrite ist ein Startup und was ich jetzt im Moment bisher sagen kann, ist, wir verhandeln bereits mit einem großen deutschen Verlag. Marc Frey, vielen Dank für dieses Interview. Sehr gerne.